bemannte V1, die ausgestellt ist hier. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt schauen wir erstmal der. Die 38 Trojan hatte ihren Erstflug 1949 und 1950 wurde dann mit der Produktion gestartet. Mit einem Sound kommt von dem Wright Cyclone Sternmotor, einer Radial Engine, der knapp 1500 PS bringt. Ihre Show bringt, wenn Sie fast genau über uns schauen, leicht im Süden, von links nach rechts übrigens ein A380 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach London. Ist nicht schön, was man sich alles mit modernen Smartphones und einer App an Erfahrung einholen kann. Aber zum Hauptdarsteller von der Bavarian Tailhook Association, die T28 Trojan. Wie gesagt, wurde ab 1950 produziert und fast 2000 Stück dieses Modells wurden gebaut. In den 60er Jahren wurde die T28 dann in Amerika als taktischer Jagdbomber eingesetzt, hauptsächlich von Flugzeugträgern eben. Und während die T28 zu ihrem letzten niedrigen Vorbeiflug vorbeikommt, dann gefolgt von der Landung am Steuer Rainer Steinberger mit über 2000 Stunden auf der T28, auf der Extra, auf der Citation und so weiter. Und kommt aus Bayern, aus Mühldorf am Inn. Ja.
gesagt, noch einmal ein Vorbeiflug mit Fahrwerk, Klappen. Hallo von der Fokker. So, Fokker. Los, Radio, Request, Taxi, Grand 1 3 4.